Weiter geht's bei Wuselgusel mit einem süßen Thema. Zucker. Er ist aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken. Und Zucker ist fast überall drin. In Bonbons, in Schokolade, sogar im Ketchup auf euren Pommes. Und in noch viel mehr Dingen, mit denen ihr wahrscheinlich nicht gerechnet habt. Ich freue mich natürlich ganz besonders, heute ein bisschen Süßkram zu probieren. Für die Wissenschaft. Schaut mal, was ich vorbereitet habe. Wusel? Du hast doch jetzt nicht unsere ganzen Vorführsüßigkeiten aufgegessen, oder? Nein, nur ein Bonbon. Und noch ein. Und dann noch ein. Und dann noch ein. Und vielleicht waren es auch zwei. Ja, toll. Und was zeigen wir jetzt unseren Zuschauern? Überhaupt kein Problem. Ich habe schon über 5000 Ideen, wie wir das alles besser machen können. Passt mal auf, ihr müsst das Thema der heutigen Sendung raten. Na? 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 Was war das jetzt? Na, ich. Zucker. Ich bin ein Zucker. Das Thema der heutigen Sendung. Na? Zucker. Ist ja hast gut. Du verstanden? Zucker. Ja, ja, ja. Ich mache jetzt mal weiter mit den Produkten, die am meisten Zucker enthalten. Ach, das denn dauert viel zu lange. Wusel. Ich halte schnell mal neue Karten. So richtig krass. Das wird voll mega. Mhm. Wenn ihr euch fragt, was mit Wusel los ist, er hat zu viel Zucker gegessen. Zucker gibt dem Körper sehr viel Energie. Und wenn man zu viel davon auf einmal isst, dann ist man total aufgedreht. So, hier, da, lies das mal vor. Das wird die beste Sendung aller Zeiten. Woo! Hey, hey, hey. Hier ist Wusels Crazy Funky Action Show. Die abgefahrensten Stunts, die krassesten Aktionen. Als erstes testen wir mal, wie gut man auf Rolltischen surfen kann. Surfen? Auf Rolltischen? So kennen wir Zucker. Weiß und braun. Es gibt ihn aber in vielen Formen. Als Fruchtzucker in Obst und Gemüse, als Milchzucker in der Milch oder eben als Kristallzucker, der überwiegend aus Zuckerrüben oder Zuckerrohr gewonnen wird. Für viele hunderttausende Jahre hatten die Menschen nicht mal eine Ahnung, was Zucker überhaupt ist. Sie hatten ganz andere Sorgen, satt zu werden. Unsere Vorfahren jagten Tiere und sammelten essbare Pflanzen. Und sie wussten schon, was süß schmeckt, ist nicht nur lecker und gibt Energie, es ist auch fast niemals giftig. Auf der ganzen Welt gibt es kaum eine süße Frucht, die giftig ist. Süß bedeutet also, man kann gefahrlos essen. Um etwas extra zu süßen, benutzten die frühen Menschen vor allem Honig. Seit einigen hundert Jahren kann man Zucker in Pulverform herstellen. Am besten funktioniert das aus zuckerhaltigen Pflanzen wie der Zuckerrübe oder dem Zuckerrohr. Nach dem Waschen werden die Pflanzen zerschnitzelt und kommen in riesige Kochtöpfe. Dort entsteht nach und nach ein Zuckersaft. Dem fügt man Kalk zu, der alles an Stoffen rausholt, die man nicht in Zucker drin haben will. Dann wird wieder gekocht, bis ein dicker Zuckersirup übrig bleibt. Der wird trocken geschleudert, bis aus ihm schließlich die kleinen Zuckerkörnchen entstehen, die wir kennen. Wenn ihr selbst mal erleben wollt, wie Zucker entsteht, dann nehmt euch zwei Bananen, die noch leicht grün sind. Die eine, die esst ihr gleich. Ihr werdet merken, sie schmeckt noch wenig süß. Die andere, die hebt ihr so lange auf, bis sie so aussieht. Wenn ihr die jetzt esst, werdet ihr merken, die ist viel, viel süßer. Die braunen Flecken bedeuten, dass in der Banane Stärke in Zucker umgewandelt wurde. Und deshalb schmeckt sie eben viel süßer. Wusel war heute total aufgedreht, weil er zu viel Zucker gegessen hat. Und hast du jetzt noch irgendeinen gefährlichen Stunt vorbereitet? Nee, das ist doch viel zu anstrengend. Och, warum ist es denn hier so hell? Wusel, hier drin ist es so hell wie immer. Das sind die Scheinwerfer. Die brauchen wir für die Sendung. Ach, Sendung, Schmendung, Papendung. Ich will lieber schlafen. Wusel! Wusel! Du kannst doch jetzt nicht einfach hier schlafen. Ach, stimmt. Der Tisch ist viel zu hart. Gib mal deine Hand. Das ist das Problem, wenn man zu viel Zucker isst. Der gibt nicht nur sehr schnell Energie, der Effekt geht auch ganz schnell wieder weg. Und dann wird man müde und kriegt schlechte Laune. Dagegen würde nur helfen, wenn man jetzt wieder Zucker isst. Ah, Zucker! Hast du welchen da?
Wusel, nein, ich wollte gerade sagen, dass es gar nicht gut wäre, wenn du jetzt wieder Zucker essen würdest. Du hast schon wieder Zucker gesagt. Bestimmt hast du irgendwo noch welchen versteckt. Nein, Wusel, ich hab keinen Zucker. Ich bin dein bester Freund und trotzdem gibst du mir nichts von deinen Süßigkeiten ab. Das ist echt gemein. Wusel, ich hab keinen Zucker und du kriegst auch keinen. Schwör's. Wusel, jetzt wird's ein bisschen albern. Wie ihr bestimmt schon wisst, ist Was willst du dafür haben? Ich gebe dir 3 Erfindungen von mir zum Tauschen. Für einen Schokoriegel. Wusel, jetzt hör mal. Okay, 5 Erfindungen. Hör mal auf. 5 Erfindungen. Wir zeigen euch jetzt, warum... Ja, schon gut, schon gut. Dann hast du ja bestimmt auch nichts dagegen, wenn ich dich mal durchsuche, hä? Doch. Hm? Wusel. Also, ihr seht jetzt im nächsten Film, was Zucker mit eurem Wusel... Wusel! Viele Menschen mögen Zucker. Den Tee zu süßen, als Zuckerwatte, um Marmelade herzustellen oder leckere Torten zu backen. Aber was passiert mit dem vielen Zucker in unserem Körper? Essen wir einen Zuckerwürfel, gelangen die Bestandteile über den Magen in den Darm und direkt ins Blut. Wenn wir mehr essen, als unser Körper verbraucht, dann speichert der das als Energiereserve, erhebt es für später auf. Das passiert in der Leber. Wenn wir dann Energie brauchen, zum Beispiel zum Sport machen, ruft der Körper diesen Energiespeicher ab. Zucker allerdings liefert uns ganz viel Energie. Wenn wir also mehrmals am Tag zuckerhaltige Sachen essen und uns wenig bewegen, dann ist der Speicher in der Leber schnell voll. Unser Körper macht dann etwas anderes daraus. Fett. Wir werden dick. Das beste Mittel dagegen: nicht so viel Süßes essen, viel Wasser trinken und sich bewegen. Aber woher soll die Energie dann kommen, wenn man nicht so viel Süßes essen soll? Lebensmittel wie Brot, Nudeln, Kartoffeln oder Reis geben dem Körper dieselbe Energie wie der Zucker, nur auf gesündere Art. Wusel schläft erst mal eine Runde. Die Süßigkeitenmampferei hat ihn total fertig gemacht. Übers Jahr gesehen essen wir alle richtig viel Zucker. In Deutschland jeder fast 32 Kilogramm. Ich zeig euch mal, wie viel das ist. Ah, Bini, ich bin wieder wach. Oh, nicht schon wieder. Hast du etwa den ganzen Zucker gegessen? Ich sag lieber nichts ohne meinen Anwalt. Du brauchst keinen Anwalt, du brauchst einen Arzt. In so großen Mengen ist Zucker nämlich gefährlich. Ach, für Menschen vielleicht. Wusels halten das aus. Wir sind nicht solche Weicheier. Wir sind super, 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 toll. So, ab jetzt übernehme ich das hier. Jetzt wird es hier super, 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 Wusel? Wusel? Oh, oh. Macht mir ein bisschen Angst. Wusel, vielleicht sollte ich einen Arzt rufen. Oder besser einen Tierarzt. Zu was für einem Arzt gehen Wusels eigentlich? Wusel, hörst du mich? Zum Glück kommt noch kein Rauch aus seinen Ohren. Oh oh. Ich glaube, ich rufe besser doch einen Arzt, bevor... Bist du das? Zucker. Ich glaube, wir haben ein Problem. Du siehst aber süß aus. Ja, ja. 55 Gramm Zucker. Diese Menge sollte ein Erwachsener am Tag maximal zu sich nehmen. Das sind nicht mehr als 18 Zuckerwürfel. Kein Problem, sagt ihr jetzt? Dann passt mal ganz genau auf. Denn Zucker versteckt sich auch in vielen Lebensmitteln, in denen ihr es gar nicht vermutet. Und das muss man natürlich alles zusammenzählen. Pommes mit Ketchup. Die Pommes sind aus Kartoffeln, die enthalten vom Frittieren sehr viel Fett. Und wenn dann noch der Ketchup raufkommt, wird's dicke. In einem Klack sind nochmal 4 Zuckerwürfel drin. Natürlich ist das lecker, aber man sollte es nicht jeden Tag essen. Und nicht noch einen großen Vanilleshake hinterher. Denn da sind auch bis zu 40 Stück Würfelzucker drin. Schon mit diesem Essen hätte man die Zuckertagesmenge um ein Vielfaches überschritten. Joghurt gehört für viele zum Frühstück dazu. Er gilt als lecker und gesund. Das stimmt auch. Für Naturjoghurt. Fertige Fruchtjoghurts enthalten pro Becher etwa 8 Stück Würfelzucker. Probiert doch mal Joghurt mit selbstgemachter Marmelade zu süßen. Dann könnt ihr selber entscheiden, wie viel Zucker reinkommt. Oder nehmt frisches Obst dazu. Da ist zwar auch Zucker drin, aber dazu noch viele gesunde Stoffe.
Wer richtig Durst hat, greift am besten zu ungesüßtem Wasser. Viele lieben Multivitamingetränke. Aber obwohl der Name so gesund klingt, der Saft ist eine Zuckerbombe. In einem Glas finden sich auch hier etwa 9 Stück Würfelzucker und oft kaum echtes Obst. Ihr könnt ruhig essen, was euch schmeckt. Wer ein bisschen darauf achtet und nicht so viel Zucker isst, für den ist er auch nicht schädlich. Ihr seht, Zucker kann vieles. Er gibt dem Körper Energie. In Deutschland essen wir fast 32 Kilo davon im Jahr. Und Zucker ist nicht nur für Wusel gefährlich. Bin ich süß. Wusel, warte. Ich hab dir was ganz Tolles mitgebracht. Hier, eine wunderschöne Torte. Torte! Ja, bitteschön. Hoffentlich funktioniert's. Und? Hat's geschmeckt? Torte komisch. Tja, das war ja auch eine zuckerfreie Spinat-Möhren-Rote-Beete-Torte. Wusel, alles klar? Ich glaub schon. Geht's dir gut? Ja. Weißt du, was mir jetzt gut tun würde? Was denn? Was Süßes! Nein. Ihr könnt euch meine neuesten Videos übrigens auch im Internet auf togo.de anschauen. Und wer diese Seite nicht kennt, das ist ganz einfach zu merken mit folgender Eselsbrücke. T-O wie Tunnel gemacht, Wusel. Dann G-G wie Grins, Grins. Dann O wie Oh, wir sind ja schon am Ende von, Achtung, D-E, der Eselsbrücke. Also nochmal. Toll gemacht, Wusel, Grins, Grins. Oh, wir sind ja schon am Ende von der Eselsbrücke. Togo.de. Und wer sich das trotz meiner tollen Erklärung nicht merken kann, der klickt einfach da oben auf den Link. Toll gemacht, Wusel, Grins, Grins. Oh, wir sind ja schon am Ende der Eselsbrücke. Togo.de.